Ja, damit sage ich hallo und herzlich willkommen zurück beim epischen Musiksimulator 2017. 17. Mit dabei ist wieder der Lumpy Pompi. Grüß an. Guten Tag. Und meine Wenigkeit, Schakalonski, bei einer weiteren Runde Let's Test Happy Dungeon. Ja, so happy war unsere erste Folge nicht. Ihr habt es gesehen vielleicht. Ein bisschen problembehaftet, steuerungsbehaftet, serverbehaftet. Genau, sehr klebrig. Ja, auf jeden Fall. Haben wir uns gedacht, wir haben ja jetzt schon einen Haufen Blut eingesteckt. Wir gucken mal in die Character Settings rein. Genau. Ob wir hier was am Mage ändern können. Equip Items. Das sieht doch schon mal viel besser aus. Hier nach Kategorie, Level, Level 10 Star. Ja, guck dir mal das an, Alter, Maria. Oh, Alter, mein altes Ding hat hier irgendwie was um 256 Schaden gemacht und jetzt das neue, das macht 916. Das sieht auch gleich viel knüppelmäßiger aus. Mein alter Zauberstab hatte bisher, ich glaube, 300 Magie und der hat jetzt 1000 Magie Schaden. Mäßigkeiten. Irgendwie habe ich nichts Besseres. Doch, doch, ich habe einen neuen Helm, Alter, ich habe einen Helm. Oh, das sieht ja richtig Porno aus, ey, das... Your changes Sido, will be saved at the next save point. Keep changes. Yes. Edit so, Charakter, Moment, ich nehme erstmal noch ein paar, brauche andere Augen. Ich guck mal ganz kurz, was die Toolbag ist. Die Toolbag ist, hast du oben, hast du Healing Potion, warte, ganz unten ist das First Aid Kit. This potion will cure an ally's KO status and restore a little of their HP. Use it like the cleric's revive skill. Oh, ich habe einen Revive Skill. Wenn du Kleriker bist, ja. Ja, ich bin Kleriker. Gut. Hätten wir das auch geklärt? Skillset. Gucken wir doch da mal rein. Okay, hier können wir. Ich glaube, mehr Skills haben wir ja auch eigentlich noch. Oh, oh doch, man kann noch weitere Skills freischalten. Hier, Magic, Hardfire, Lightning Strike, Wind Trap. This. Das Ganze wird dann natürlich erst mit dem jeweiligen Player-Level. Also ich denke mal, das ist ein typisches Loot-and-Level-Spiel. Ah, hier, guck. Restore an ally's HP. Ja. Use L to select an ally. Then press X to confirm. Ich muss also dann nochmal X drücken. Ich muss sie vorher irgendwie mit dem linken Stick auswählen. Und ein anderer ist Sacred Armor Level 1. Use Sacred Armor to neutralize a set amount of damage. Use L to select... Ah, ich kann dir also auch so einen Milchkarton geben. Offensichtlich. Super nice. Toolbag. So, wir wollen ja bisschen Abwechslung reinbringen. Ich nehme für die nächste Folge mal noch ein neues Gesicht. Moment. Geil. Einfach nur geil. I want to keep my changes. And that's how it goes. So, mein lieber Lumpy. Alter, was hast du für einen Helm? Ich bin halt ein richtig krasser Ficker, ne? Ab 18 gekennzeichnet. Ich bin ein Knocker. Oh. So, Onkel, ich würde sagen, wir starten. Jawohl. Ich habe heute extra meinen Lippenstift. Ja, ich sehe das schon. Richtig krasser Kosmos, richtig sexy. Das Einzige, was ich halt bekommen habe, ist der Zauberstab. Ich habe auch einen dicken... Und ich habe einen dicken Knüppel. In der Hand. Okay. Go! Ja, dann let's go. Baked Forest Road. Ich komme mir ein bisschen vor, als hätte ich es offen. Also, liebe Entwickler, das mit der Steuerung, das fühlt sich sehr, sehr verzögert an. Und ich glaube, es ist auch verzögert. Was sind das für fiese Spornpilz-Dinger? Also, warte mal. Ich sag mal, wenn ich bei mir, also nur mal für die Zuschauer, wenn ich meinen rechten Stick, sprich Kamera drehe, sage ich mal, jetzt, wenn ich den Anschlag mache und ihr werdet sehen, jetzt. Also es sind mindestens eine halbe Sekunde Verzögerung. Ja. Ich glaube, der ist böse auf uns. Ja, also die Kamera, die ist total verzögert. Aber selbst wenn ich laufe, das ist ungefähr genauso verzögert. Warte, ja. Ich mache jetzt mal. Und dann läuft erst. Es ist so ungefähr ist die Verzögerung. Also das ist schon so eine Drittel bis halbe Sekunde oder so in der Richtung, keine Ahnung. Also das heißt Sekunde. Direkte Steuerung nicht wirklich. Also liebe Entwickler, ich nehme an, also es fühlt sich so an, als ob es am Netcode liegt. Ja, müssen wir mal ein bisschen was fixen, und zwar richtig kräftig, mächtig, gewaltig, Egon. So sieht er nämlich aus. Lass mal dem mal ein bisschen Zeit. Das Spiel ist ja erst
jetzt seit dem 12. draußen. Lass uns mal weitergehen, komm. Hui. Wie gesagt, ansonsten finde ich es bis jetzt eigentlich recht niedlich gemacht, sage ich mal. Ich sag mal, wenn das mit der Steuerung cool wäre, dann wäre das sogar tatsächlich, dann würde mir richtig gut gefallen, möglicherweise. Und guck mal, der hat einen Keks als Schild. Wow, ehrlich. Lass den Keksschildtypen kaputt an. Bam, boom und bam. Und Alter, hast du den Schaden gesehen? Ich versuche mich diesmal ein bisschen zurückzuhalten. Ja, greif den mal an. Alter, du machst auch so viel Schaden. 3164 Schaden. Also es kann wirklich durchaus witzig werden. Wenn die Steuerung nicht so verzögert wäre, wie du gerade schon sagtest. Das erinnert mich an Perfect World damals. Wo ich das Gefühl hatte, der Server, der ist irgendwo auf Mars. Mars? Mit Mars. R. Mars. Was? Rollbomb? Warte mal, Rollbomb Rocks. Oh, huch. Entschuldigung. Hör auf, reinkommen. Muss man auch noch? Ich muss als Mage ein bisschen aufpassen. Aber der macht auch schon im Nahkampf gut Schaden, der Stab mit 1900. Ich find's auch gut, dass du Kombos spielen kannst im Nahkampf. Knockout! Warte mal, ich kann mal versuchen, dich irgendwie zu. Also, jetzt bist du schon voll. Ja, sorry, ich war hungrig. Hungriger Hugo. Hunger. So, komm mal her, ich will dich jetzt hier mal versuchen. Oh! Money, Münzies! Must be funny. So, dann komm mal gleich her hier. Lass mich in Ruhe, geh weg. Ja, warte mal. Ich spring jetzt mal Kreis. Ah, deswegen. Ich muss mit nach links. Ah, danke schön. Jetzt hast du einen Milchkarton auf dem Kopf. Du bist ein wunderschöner Vogel. Nein, falsch. Ich habe keinen Milchkarton, ich habe einen Saftkarton auf dem Kopf. Ich bin Öji, Orangensaft. Ach so. So, weiter geht's, komm. Tschüss. Das muss ich jetzt gleich nochmal. Oh, Uppercut, wird das Schild equipped? Quickly double tap. R2. Ah. Also wir sprechen jetzt immer zwischendurch ein bisschen Denglisch. Wundert euch bitte nicht, weil das Spiel ist auf Englisch und wir müssen uns auf Deutsch unterhalten und dann schicken wir. Wow. Bitteschön. Aber. I hope this helps, kaputt. Man. Meine Kartonage hat sich gerade verabschiedet. Echt jetzt schon? Ach, wir können bei den Rittern nicht langlaufen. Oh, Alter, Oh doch, die Ritter kommen. Kein Problem, Alter, ich hau den Ritter einer rittermäßig auf den Pelz, man. So. Man. Schon mal gedoubletappt? Hast du gedoubletappt? Ja, R2 doubletappen machst du auch einen Angriff. Oh. Oh, was ist das hier? Mana Potion? Nee. Au, da kommt hier so ein kleiner Ficker an. Wow, mein Zauber hat richtig viel gebracht. Double Tap, Bam! Boom! Kabalam! Alla Kazoom! Alla Kazoom? Alla Kazam! Huch! Rollin? Ich hab gerade Bomben angezündet, das. Keep rolling? Rollin keep... Bombs? Ich kann dich nicht auswählen! Musst du doch auch nicht! Alles gut! Ich wollte dich heilen! Warst du doch nicht, war voll! Hey, du bist doch noch 28. Jetzt bist du voll. Also, was mir ein bisschen fehlt, da müssen wir mal gucken in den Einstellungen, ist wie so ein Health Bar. Vielleicht für die Gegner, weil es ist schlecht zu erkennen in der Masse. Achtung, Boss! Tot oder nicht tot. Okay. Der war richtig schwierig. Krasser Boss. Leg mir harter Marsch. Ah ne, jetzt kommt der Goblin Leader. Papa, was singt er denn für Lieder? Go after him. Go after him. Save Granny's Cookies. Alles klar, hier, durch die Türen. Achso. Wups. Da bin ich. Oh. Was ist das? Die Taube da oben. I don't know. What the fuck? Okay. Alter, was war denn jetzt los? Wonder what happens if you press A all... A prison for you, I mean, you for... Wir sind nur zwei, irgendwas. Huch! Hä? Was hab ich denn jetzt gemacht?
ich kann mit R2 schießen. Wie sollen wir jetzt bitte alle vier zur selben Zeit drücken? Kannst du da so ein Schild wegnehmen? So ein Sack? Nee, das geht nicht. Stell dich mal auf einen drauf. Vor allem links der Chat. Die Switch ist on, die Switch ist on. Yo, yo, yo. Ich bin ein Rapper Text, der Switch ist on. Ja, keine Ahnung, da wir nicht zu viert sind. Die klingen ein bisschen wie die Worms, Leute. Obwohl, die Worms. Haben mir damals wenigstens noch richtige Wörter gewürmt. Hallo. Warte mal. I can shoot like this. Oh, this is really nice. Punish the Goblin. Hoho, ich habe ihn gepunished, Alter. Na, jetzt kann ich doch mal richtig mitmachen hier. Guck sich das mal an. Ja, guck dich das jetzt mal an. Hier, bam, Junge. Habe ich ihn gepunished. Wie bewegt er sich denn? Das ist zwar ein bisschen. Oh shit. Cookie Mama. Glutoni Goblin. Schön, dass die Kamera erstmal vom Gegner wegzeigt. Au. Au, fuck off. Au, der hat mir 11% Schaden gemacht, du kleiner Sack. So, warte mal, wo bist denn du? Da bist du. Alles gut. Hier kriegst du erstmal einen Tüter. Nicht Kartonage, Achtung, er kommt. Ich hab der Agro. Alter, 1400 Schaden, 3800er Schaden. Wow, Alter, hab ich sogar. Oh, fuck. Yeah, shoot this. Alter, voll gepummelt. Alle Kasam. Also hat er noch nicht reingehen? Witzig ist es irgendwie. Witzig ist es schon irgendwie. Hat er irgendwas? Also, guck mal, die Kekse sehen aus wie Kissen. Aktuell ist es noch nicht so komplex, aber macht. Ich glaube, es wird doch nicht viel komplexer. Stimmt, fürs Draufprügeln. Hallo! Hauptsache, ich habe Saft gehabt. Ich bin wieder Öji-Saft. So. Und dann kann man. I'm so happy, I could scream! Yay! Tanzen. Dance. Beim stand gerade auf deinem Milchkarton Fragile hinten auf dem Kopf. Yeah. So, Freunde, Dungeon completed. Cookie Thief Human Go Team als. Ach du Scheiße. Da würde ich sagen, machen wir für diese Folge noch eine weitere Questreihe. Ein bisschen wenig Zeit, oder? Rüsten uns. Ja, 12 Minuten, also 13 Minuten haben wir jetzt. Ich muss erstmal prozessieren. Ich muss erstmal mein Charakter hier. Character Settings. Also Kleriker gefällt mir bis jetzt ganz, ganz gut. Ja, jetzt wie ich weiß, wie ich mit dem Mage auch schießen kann, Was kann ich eigentlich jetzt hier mit den Klamotten machen, die ich nicht verwenden möchte? Show Power-Up-Effekt. Ja, da kannst du dir die genaue Statistik anzeigen lassen. Ich habe eine neue Robe. Gucke dich das an. Und auch einen neuen Helm. Ich habe keine neue Robe, aber ich habe auch einen neuen Helm, aber auch nicht. Und ich habe immer noch keinen Regen, das finde ich ganz schön frech. Okay, ich mach die jetzt mal ordentlich hier. Ich mach die jetzt mal wieder ordentlich. Huch. So. Gucken wir mal, irgendwas ordentliches finden. Ah, cool, da ist noch eine Sacrifice Scroll. Hä? Bei meinem First Aid Kit steht, dass ich 4 habe, aber wenn ich hier ins Menü gucke, habe ich 0. Wo siehst du das? Bei Toolbag oder was? Ja. Ich verstehe das gerade nicht. Ich gucke jetzt mal. Toolbag, Spear. Oder? Spear steht hier Max Tools 10. Und Spear habe ich aber 23. So. Ich bin fertig. Wie sieht's bei dir aus? Was kann ich noch alles verändern? Ja, nichts weiter. Gut, dann bin ich ready und sage Start Game.
Was machst du? Game? Stop Game. Hast du schon gesehen, wie ich aussehe? Was ist dieses andere Programm? Das ist Sweet. Sweeter. Boah, kannst du dich noch an Dingens auf der PlayStation erinnern? Wie ist das? Music heißt es bei uns. Music 2000 oder so. Oh, jawohl. Beziehungsweise in den USA hieß es irgendwas mit MTV Music Generator hieß das in den USA. Und später hieß es ja, denn die späteren Teile davon auch MTV Music Generator. Ja, das waren noch coole Zeiten, auf der PS1. Da gab es solche Spiele wie dir noch nicht. Da waren Free-to-Play-Titel noch gar nicht zu denken. Boah, da war die besoffen bei der Kamera. Ich skipp nicht nur, ich hau einfach drauf. Boom! Bam! Immer auf die Fresse und auf die Omme. Ach, die Fässer die kannst du auch zu deinem Vorteil nutzen. Fässer? Auch die da. Du schießt hier einfach ab, ich krieg hier gar nichts mehr ab. Ja, so halt. Weil ich jetzt lege ich richtig los, mein Freund. Oh, wer schmeißt da mit Bomben? Freund oder Feind? Ich treffe den scheiß verfickten Fickgegner nicht. Was ist da los? Warum treffe ich den denn nicht? Oh. Au. Entspann dich vielleicht, weil es kein Gegner ist. Doch, das war ein kleiner Goblin-Spaß. Achso. What the fuck? Dieses Aggressionspotenzial in dir heute wieder. Das ist eine wahre Wonne. Ich muss ja raus. Warte mal, was habe ich noch? Kreis? Hä? Oh. Alter. Sorry. Au. Let's do this. Ah, jetzt wird schon ein bisschen. So, die kriegt jetzt auf einmal hier. Zack. Ich hoffe, das hilft dir, was ich dir gegeben habe. Hinter uns. Hä? Wow. Achtung. Alter, doch 10.000 Schaden. Ja, so langsam, aber sicher, meine Goblin-Freunde, geht's euch an den Kragen. Jetzt weiß ich, wie ich die Klasse spielen muss. Ja, ich habe so richtig, richtig krass, kann ich jetzt hier austeilen. Habe das Gefühl, du machst mehr Schaden als ich. Insgesamt. Hallo, ich bin Mage. Ja, dafür stecke ich aber auch nicht so viel ein wie du. Ja, na, ich kann ja auch heilen. Achtung! Ah, er hat einen Zauber unterbrochen. Okay, dann muss ich aufpassen. Achtung, da kommt wieder die nächste Welle. Vor allem punished Goblins. Ja. Ach so, punishen. Boom! Knockout! Oh, Achtung! Oh. Nice. Sorry for that. Kiste! Let's go to the Kiste! Let's go to the Chopper! Go to the job. Bah. Das ist bescheuert. Come on. To the job. Put me down. Wow. Hier moi. Ich nehme die Nummer 3. So, ich bin fertig. Whoop. Da. Rein ins Türchen. Was sagt der Glock? Mega Life Burst. Press Viereck und R2. Mega Life Burst heißt das. Aha. Das Coole ist. Ja, pass mal auf, ich benutze das jetzt mal. Pass mal auf, bleib mal zurück, bleib zurück. Gegner! Boots! Oh, hab ja richtig viel Schaden rausgedrückt, da hast du gesehen, Scheiße. Ey. Achtung! Ja, du machst da viel mehr und du musst dafür kein Leben opfern. Guck mal, ich höre auf das Ding. Ich muss dafür nur einmal Kreis drücken. Alter, lass mich doch mal. Entspann dich! Wieso kann ich denn das fast nicht schlagen? Schau mal, ich bin zu doof zum Schlagen in dem Spiel. Ich stehe doch direkt davor. Warum treffe ich es nicht? Ja. Ich hab's getroffen. Ich verstehe das Spiel nicht. Ich glaube, du solltest die Klasse wechseln. Achso, ich muss. Ach man, ich habe mit R2 schlagen wollen. Deswegen ging das nicht. Ich habe einfach mein Schild immer gezückt. Jetzt, wo ich wieder schlagen kann, geht das Spiel vielleicht noch ein bisschen besser. Warte mal. Hey there, good looking! Was geht jetzt ab? Ist das hier? Scroll, border! Komm mal rein hier!
Ich bin da. Ibims. Eins Guck mal. Jetzt kann ich auch wieder zuschlagen, ey. Achtung. Uhuhu. Goblin spawnen in 3, 2, 1, meins. Putz. Kleine Ficker. Aber. Gerade ein bisschen selber Damage durch das Fass, was ich aus Versehen getroffen habe. Okay, warte mal. Siehst du das? Die Karte oben rechts in der Ecke ist in Abschnitte unterteilt. Oh, tatsächlich. Hier lang? Ja, ich komm mit. Wupp. So. Ah, das sieht doch gut aus. 1. Ah, wir haben die Tür gefunden. Es ist ein bisschen wie man das von einem Roguelike Dungeon Crawler kennt. Dass die Karte hier in Bereich unterteilt ist, ne? Und den Ausgang finden musst wahrscheinlich. Ja, hinter dir ist so ein kleiner Spast, den habe ich voll gehauen. Nur 1800 Schaden. Warum haust du kleine Spastis? Also jetzt ohne damit jemanden diskriminieren zu wollen. Boah, kann ich gerade so ausweichen, ne? Krass, Dude. Ja, es tut mir leid. Breakthrough, oh, Kamera und die Steuerung, das verzögerte. Das ist echt nicht angenehm. Hui! Lumpy is waiting. Jawohl, remaining time, 24:40, Area 3 von 4. Preparation complete, ja, was auch immer. Ach so, da, guck mal, dann lädt man da unten seine Tools wieder auf. Ah, das sieht da aus wie da vorne wie Action. Gut, Junge. Ich bin so richtig in der Ränke. Ach, das sind ja wieder unsere Ritter. Ich will immer unsere Leute schlagen. Weil die aussehen wie unsere Gegner. Tom, warte auf mich. Alles gut, ich bin doch noch da. Musst du doch helfen. Ja, ich will dir doch was geben. Saftkartonage. Hauptsache, er balanciert seinen Stab. Ja, das ist wichtig. Oh, warte mal. Hier hinten, was ist das? Hä? Oh, Money. Oh, das war Jackpot, ne? Save every single night. Das ist unser Subtarget. Was ist er denn? Kaboom. Oh, das ist wieder der Selbstmörder-Typ. Okay. Clever. Aufpassen. Ich spreng sie alle selber in die Luft. Wie blöd ist das denn? Ich hab keine Ahnung. Oh, hier sind noch mehr so eine Krüge. Money. Diese Idioten. Oh, Goldmünzen. Ne, Bronze-Goldmünzen sind das, oder? Nee, sind Achtung, goldig. Geht los! Ich muss mal gucken, ob ich... Ach, ich kann mit Kreis, wenn ich Kreis gedrückt halte, kann ich den Zauber auch auswählen, wo der, in welchen Bereich der affektieren soll, sozusagen. Oh. Sie sprechen heute so gebildet, der Herr. Nobel. Achtung, Boom! Ich kann auswählen, wo der Zauber runterkommt. Ja, hast du schon wieder schön selber weggekantet. Ja, ich wollte das Schild gerne mit L2 benutzen. Oh Gott! Kein Problem. Guck. Oh, fuck. Auf. Ja, komm. Jawohl. Alter, hast du den einfach mal richtig gepummelt, ey. Pummelt. Und dann sind sie verschwunden in ihren Kuschelbunkern. Kannst du dich an die Folge erinnern, wo Grandpa Maggie Kriegsgeschichten auf kindgerechte Art erzählt hat? Im Zweiten Weltkrieg, ey. Gegen die Warum Deutschen. Oder war. Keine Ahnung. Because we can. Okay, in der nächsten Folge würde ich sagen, beschäftigen wir uns mal ein bisschen mit dem Shop, mit dem Item-Shop und dem ganzen Kladderadatsch-Vieh. Erstmal Abschluss. So. Gutes Idee. Buy Happy Cards. Ja, siehst du, Happy Cards. Müssen wir mal gucken, was das noch ist. Warrior Skill Rapid. Press Fiag Rapidly. Ja, hab ich schon gemacht. Oh, noch kein Level 3. Immer noch nicht. Adventure Recalls. Wir hatten Adventure Recalls. Complete Time 8 Minuten 31. Kills 116. Subquest completed 2 von 2. 116. Easy. Ja, also dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.
Yo, wir going back home, damit wir dann in der nächsten Folge direkt starten können mit vielleicht einer kleinen Übersicht über den Itemshop und KOKG. Und ja, ansonsten danken wir beide fürs Zuschauen, fürs Reinschauen und ja, schreibt doch mal eure Meinung über Happy dieses Dungeons Spiel in die Kommentare. Ja. Gut, oder lasst vielleicht noch ein Däumchen da. Däumchen, ja, ein Däumchen, was gut. Bis später, Peter. Was? Bis dann. Tschüss.